Set hat mir sehr gut gefallen, es war voll schön. Ihr habt euch wieder viel Gedanken gemacht, ihr habt gute Ideen gehabt. Das Set habe ich extrem cool gefunden, weil es so ein Flashback war in die Kindheit, weil wir Lego-Autos gehabt haben, Playmobil-Burgen, Schaukelpferde. Besonders weil es eben so voll war, ich habe es mir gar nicht so vorgestellt, aber ich habe es ziemlich lässig gefunden. Ja, extrem. Also voll cool, ich habe jetzt erst gar nicht gewusst, was wir überhaupt machen. Ich habe keinen Plan gehabt. Gut, ich habe es richtig cool gefunden. Voll weihnachtlich. Richtig schön. Wenn die ganzen Geschenke so aufgestellt, ein Riesengeschenk und die ganzen Spielzeug, der Zug, wo wir dreimal drauf gestiegen sind. Ja, extrem. Es war echt schon, dann war ich manchmal in der Playlist, waren irgendwelche Weihnachtssongs. Und ja, auch die ganzen Geschenke. Aber auch wenn du schon das Geschenkpapier siehst, fühle ich mich gleich ganz weihnachtlich. Ja, auf jeden Fall. Also der Weihrauch hat noch gefällt. Ja, eigentlich schon. Ich meine, viel Stress, also sehr weihnachtlich. Ja, finde ich schon. Also ich war dann ziemlich in Weihnachtsstimmung. Ich glaube, morgen ist schon Bescherung oder so. Auf jeden Fall, ja. Also wenn man das ganze Set anschaut und sieht, die Weihnachtsbäume, die Geschenke und das ganze Spielzeug, ist man schon sehr nostalgisch wieder in der Kindheit wieder gefangen. Vor allem voll cool war es, weil ich so viele Geschenke gesehen habe und ich habe mir gedacht, ich habe voll viel selber auch gehabt. Genau das Gleiche. Schon. Weil jetzt wird das irgendwie, du kriegst, weiß nicht, nur mehr Geld oder Wand. Was auch schön ist, aber früher mit den ganzen Spielsachen. Das war schon cool. Das Piratenschiff hat mir sehr gut gefallen. Der Drache im pinken Auto, das war ein bisschen... ja... Das hat mir nur gefallen. Ich glaube, das riesen Playmobil-Maxl, das hätte man gedacht. Man muss dazu sagen, ich habe auch voll viel Spielzeug selber gestellt. Also von mir ist zum Beispiel der riesige Truck, den habe ich selber gemacht. Habe ich etliche Stunden damit verbracht, den zu bauen. Ja. Den Zug. Ja, den hätte ich mir gerne heimgenommen. Auch jetzt noch. Puh. Die Züge waren schon ganz cool. Ich glaube, dass ich mir da einen auszahle. Entschuldige, Bez an der Stelle. Zug war von mir, ja. Den werde ich in Zukunft wieder öfter auspacken, haben wir gedacht. Hat das Herz geblutet, wieder jeder alle 5 Minuten nochmal drauf? Ja, ja, wir haben dann eh nicht mehr gewusst, wie er zusammengebaut gehört, weil er in 1000 Einzelstücke war. Ja. Hm. Ja. Wahrscheinlich die riesen Geschenkbox. Mit Tobi natürlich. Das weiß ich nicht. Das ist schwierig. Ich kenne mich da zu wenig aus in seinem Privatleben. Ich weiß nicht, als Geschenk vermieten, meinst du? Vielleicht Schlagzeugen oder so. Dann können uns gemeinsam jammen. So, ich tauche auf, ich spüre ein bisschen und dann mache ich wieder zu und schlafe weiter, oder? Ah, da müssen wir länger suchen, glaube ich, dass wir wissen, wer sich von Tobi als Geschenk freuen wird. Ich weiß nicht. Mit ein bisschen größeren Geschenk vielleicht. Mehreren waren wahrscheinlich sein Öd und keine Ahnung. Es war schon ein bisschen eng. Wer sich freuen würde, natürlich die Lisa, glaube ich, die freut sich über jedes Geschenk. Man hat ja gestern wieder gemerkt, die Lisa packt so gerne Geschenke aus. Wie sie es zugemacht hat, wollte sie es am liebsten gleich wieder auspacken. Es war eine eigene Sauna, ja. Aber wenn es das nochmal macht, gebt mir bitte mehr Platz nach oben, weil ich mache das kurz vorsagen. Ich bin wirklich so drinnen gesessen, gell? Mein Lieblingsweihnachtssong. Puh. Boah, Lieblingsweihnachtslied. Puh. Nicht Last Christmas. Ganz klassisch, vielleicht der Jingle Bells, obwohl man es auch schon vorher angehört hat. Ja, Driving Home for Christmas, glaube ich. All I want for Christmas is you. Ich würde fast sagen Rudolf. Nein, ich höre nicht so viel Weihnachtssongs. Ich habe eigentlich kein richtiges Lieblingsweihnachtslied. Ja, schwierig, ich finde eigentlich alle schön. Wie heißt das? Last Christmas. Sagt, glaube ich, eh jeder, oder? Mary's Boy Child, das hört ich gar nicht aus. Nein, warte mal. Last Christmas, wieder. Little Drummer Boy. Das hört ich gar nicht aus. Das finde ich irgendwie so unnötig. Ja, weiß nicht.